Gut. Die Frage hat zwei Aspekte. Das erste wäre, wenn gesagt wird, dass eine Videoaufnahme die quasi materielle Wahrheit darstellen könne, das entspricht der materiellen Wahrheit, wie die Frage lautet, dann wäre die erste Geschichte, das kann so nicht sein. Es kann deshalb nicht sein, weil auch eine Videoaufnahme eben unzuverlässig ist. Jede Wahrnehmung und damit eben auch jede Registrierung einer Wahrnehmung ist unzuverlässig. Das hängt ab von der Perspektive. Es hängt ab von unseren Wahrnehmungsstrukturen, die eben Fehlendes ergänzen, die korrigieren. Es hängt auch davon ab, was wir sehen. Ein Video zeigt immer nur eine bestimmte Perspektive, einen bestimmten Ausschnitt. Das ist das eine. Das heißt, die Videoaufnahme ist genauso unzuverlässig wie unsere eigene direkte, unmittelbare Wahrnehmung. Wenn wir uns konzentrieren auf etwas, dann sehen wir etwas anderes nicht. Das eine verdeckt das andere. Leben oder Wahrnehmung besteht aus Fokussierung, es besteht aus dem Weglassen. Das ist das eine. Eine Videoaufnahme ist zwar eine Hilfe, aber es ist eben nur eine Hilfe. Sie kann mit Sicherheit nicht definieren, was passiert ist. Das zweite ist, wenn wir sagen, wenn wir tatsächlich dem Argument folgen wollten und sagen wollten, ja, eine Videoaufnahme definiert, was passiert ist, dann sind wir bereits weg von der materiellen Wahrheit, weil wir nämlich eine formelle Wahrheit begründet haben. Was ist passiert? Das. Warum? Schau. Und dann kommt als Argument das Kriterium der Videoaufnahme. Wenn der andere Mensch sagt, aber das glaube ich nicht, dann sagt man doch, schau, in dieser Videoaufnahme ist. Das heißt, ich definiere ein formelles Kriterium dafür, was gelten soll und was die Wahrheit definieren soll. Wenn also zum Beispiel auf dem Video etwas nicht sichtbar ist, dann ist es nicht passiert. Das ist genau, wie formelle Wahrheit funktioniert. Wenn du einen bestimmten Beleg oder Beweis in einer bestimmten Form vorbringst, ist er akzeptabel und sonst nicht. Was auf dem Video nicht drauf ist, ist nicht passiert. Das ist eine formelle Wahrheit. Das heißt, der Begriff der materiellen Wahrheit, was ist tatsächlich passiert, den kann man quasi nur verwenden dort, wo wir keinen Dissens darüber haben, was passiert ist. Wo ich sage, gerade ist es Tag und alle nicken, dann brauchen wir den Begriff der Wahrheit nicht, aber dann haben wir materielle Wahrheit, aber sie ist unnütz, weil wir sie eben nicht benötigen. Den Begriff der Wahrheit brauchen wir nur dort, wo wir Dissens haben und wo in dem Augenblick, wo jemand sagt, warum, ich sage jetzt gegenwärtig ist es Nacht, und dann sagt Lukas, warum, und dann sage ich, schau doch, und er sagt, ja, ich sehe nichts, und dann sage ich, doch, schau mal, und dann kommt genau das, was eine formelle Wahrheit ausmacht, nämlich Indiz 1, Indiz 2, Indiz 3. Und dann beginnt dieser Diskurs bzw. der Regress auf das nächste Kriterium. Mein Gegenüber wird nämlich sagen, das glaube ich nicht. Warum sollte ich das glauben? Und da bringe ich ein weiteres Argument. Damit bin ich aber genau dort, wo eine formelle Wahrheit eben entsteht, nämlich basierend auf bestimmten Kriterien, über die man sich einigt.